Okay, Leute, passt auf. Komplett verdreht von jeder Seite. Wir nehmen den Würfel und auf drei passiert's. Eins, zwei, drei. Und er ist komplett gelöst. Hi Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute werde ich mal wieder auf eure Fragen und Aufgaben eingehen, denn ihr wart mal wieder ziemlich fleißig. Heute werden wir eben auf die Sachen eingehen, eure Tricks machen, eure Ideen umsetzen und so weiter. Also, let's go, viel Spaß und jo, let's go. Okay, ihr müsst wissen, heute ist der 7.5. um 7:30 abends. Wir haben erst vor ein paar Stunden ein neues Video hochgeladen, deswegen gucken. Wieso muss jetzt jemand hämmern? Hämmern. Ocean Sophie schreibt, ich finde es so cool, dass es auch Tricks gibt, bei denen man nicht einmal sprechen muss. Und dann so ein Herzaugen-Emoji. Das stimmt. Ihr müsst wissen, zum Beispiel der Trick gerade eben mit dem Würfel, das ist auch sowas. Da muss man nicht dazu reden. Und das finde ich voll Hammer, weil man eben halt nichts reden muss, keine Geschichte sich überlegen muss, nicht irgendwie was erfinden muss und nichts Unnötiges dazu sagt. Und deswegen braucht man gar nichts sagen. Tada. Und dennoch weiß man, was passiert und was passiert ist. Jetzt danach. Der Derna, sehr, sehr geiles Video, dieses Deck, genial, er meint dieses Video hier, das war das von gestern, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist ein Shenlim Deck, habe ich mal von Dex zugeschickt bekommen, ziemlich cooles Deck, gefällt mir persönlich auch, vor allem mit den Farben harmoniert das perfekt zusammen, finde ich, fand ich auch ziemlich cool, deswegen habe ich das mal wieder aus meinem Schrank hier hinten rausgeräumt, aus den ganz vielen Karten hier hinten. Okay, let's go. Wir haben jetzt noch einen neuen Kommentar und zwar Mikas Welt schreibt, welche Musik hast du in diesem und letzten Video benutzt, würde mich interessieren. Gute Frage, vor allem für diejenigen, die die Musik eben mögen, welche ich in meinen Videos verwende und falls ihr selber YouTuber seid und die Musik verwenden möchtet und es bei mir klauen wollt. Ist eigentlich ganz einfach, ich verwende meine Musik immer von bestimmten Kanälen auf YouTube, wo eben GEMA-freie Musik verwendet wird, beziehungsweise Musik, wo ich halt auf YouTube verwenden kann, beispielsweise hier. Hier dieser Kanal, tada, da gibt es eigentlich nur geile Musik, wo ich immer meine Videos verwende. Aber ich habe natürlich auch über die Jahre, wo ich jetzt YouTube mache, ganz viel Musik in meine Ordner gepackt und die gehören nicht mehr alle von, die sind nicht mehr alle von dem Kanal. Deswegen komplett unterschiedlich, falls du ein spezielles Lied meinst, einfach mich anschreiben, dann schicke ich dir den Namen. Jo, Mikas Welt schreibt nochmal und zwar, warum hast du eigentlich keine Infobox mehr, also wo der Zaubershop bester Online-Shop der Welt verlinkt ist und kein Postfach und so weiter. PS, beste YouTuber, Zauberer ever. Thanks a lot. Vielen Dank, Mika. Ja, warum habe ich keine Infobox mehr? Ich wechsle das immer wieder. Also ihr müsst wissen, ich habe manchmal eine normale Infobox, manchmal schreibe ich irgendwas rein, weil YouTube spinnt seit Monaten einfach komplett und ich weiß nicht, ob da eine lange Infobox besser ist oder eine kurze, keine Ahnung. Jo, du erinnerst mich irgendwie an meinen Lehrer, aber ich finde die Haare schön. Vielen, vielen Dank. Und ich erinnere dich irgendwie an deinen Lehrer. Du musst einen echt coolen Lehrer haben. König 9 schreibt, cool. Hattest du eigentlich einen Mentor oder alles do it yourself? König 9, vielen Dank für deine Frage. Ich hatte keinen Mentor tatsächlich. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Wobei ich halt sagen muss, ich hatte sehr viele, sehr viele Zauberkollegen, mit denen ich immer wieder reden konnte und so weiter. Aber im Endeffekt habe ich das alles mir selber beigebracht. Und ja, also ich hatte keinen Mentor. Nur halt so bei manchen Fragen habe ich ja natürlich den einen oder anderen Zauberer gefragt. Wobei ich aber sagen muss, ich habe relativ wenig mit anderen Zauberern zu tun gehabt. Wo ich, also die mir wirklich so richtig krass geholfen haben, dass ich erstmal groß wurde. Also ich habe viel Kontakt mit anderen Zauberern, aber eher so freundschaftlich und so weiter. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also die waren eher nicht meine Mentoren. Yes. Dirk schreibt, Roomtour,
Roomtour. Ich habe mir lange überlegt, ob ich eine Roomtour machen soll, denn wie ihr wisst, ich bin umgezogen in so eine riesige Wohnung, wo hier 5 Kilometer weit nichts ist und dann ist da so ein Hallenbad und was weiß ich. Vielleicht mache ich eine Roomtour, vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Mache ich spontan, würde ich sagen. Ihr seht ja hier schon mal so ein bisschen was. Hier haben wir ein riesiges Regal mit Spielkarten. Ein paar hundert, 500, keine Ahnung wie viele mehr, ich weiß nicht. Hier haben wir einen geheimen Zauberschrank. Hier haben wir eine Tür in den Keller. Oder vielleicht auch auf die Bühne. Vielleicht auch woanders hin. Und hier haben wir ein Schlafzimmer, da wo die ganzen Lichter rauskommen. Da haben wir eine Küche und so weiter. Auf jeden Fall, vielleicht gibt es eine Roomtour, vielleicht auch nicht. Aber ihr werdet ja immer wieder ein paar Ausschnitte aus meiner Wohnung sehen, wenn ich Videos hochlade. Wie zum Beispiel das von gestern. Da hat man das Wohnzimmer gesehen. Das Schlafzimmer. Wohnzimmer ist da drüben. Leute, wir haben ein kleines Problem. Und zwar, ich habe tatsächlich keine Fragen mehr. Beziehungsweise ich habe noch hunderte Fragen, aber halt keine coolen mehr und auch keine coolen Aufgaben und so weiter. Deswegen brauche ich eure Hilfe, denn ihr braucht, oder ihr müsst jetzt neue Kommentare schreiben, damit ich irgendwann wieder eure Fragen beantworten kann. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Falls euch nicht gefallen hat, lasst mir keinen Daumen nach oben da.